Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute seht ihr, dass wir ein bisschen improvisieren. Wir sind heute intellektuell unterwegs. Also ich zumindest, Mario sitzt ja wie immer draußen außerhalb vom Flugzeug. Genau, es ist auch ganz schön kalt. Ja, das ist richtig. Ich selber habe jetzt zum ersten Mal wieder seit langem die Face HD-Kamera, wie die auch immer heißen mag, bei der Bude hier genutzt. Deshalb haben wir das Bild. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ein Thema, was wir euch näher bringen wollen. Und zwar Lufthansa wurde heute in einigen Blogs etwas genötigt und wurde gesagt, die haben die E-Voucher entwertet. Nein, wir finden, die E-Voucher sind nicht entwertet worden. Aber lasst uns doch einfach mal erzählen, was wir von den E-Vouchern halten, was da für Neuerungen sind, weil man aus allen Buchungsklassen jetzt die E-Voucher nutzen kann. Allerdings ist die Anzahl erhöht worden, was natürlich in meinen Augen logisch ist. Aber was sagen wir dazu, Herr Hofmeister? Alle weiteren Infos nach dem Intro. Dann geht's los. Ja, auch mit dem intellektuellen Hintergrund, mit der Bibliothek, ja, muss ich euch sagen, ganz einfach Abonnierbefehl. Abonniert uns, den Kanal dann natürlich mit der Glocke belohnen und dann auch unten immer wieder kommentieren, ganz, ganz wichtig, und diesen Beitrag liken. Das sind die vier Dinge, die ihr tun müsst. 4, 4, 4. Und dann gehen wir auch schon direkt ins Thema. Mario, ich hatte es schon erwähnt, die Freunde aus der Blogosphäre haben da gesagt, das wäre eine Reduzierung. Wollen wir noch mal resümieren, was E-Voucher sind? Wollen wir resümieren, warum dieses Jahr so viele E-Voucher rausgegeben worden sind? Und dann resümieren, was die Änderung überhaupt für uns als Vielreisende, die wir jetzt viele Voucher haben, je nachdem, welchen Status wir haben, was wir damit jetzt machen können und ob das eine wirkliche Entwertung ist. Ja, also meines Erachtens nicht, aber da kommen wir ja später zu. Ja, dieses Jahr gab es viel E-Voucher, wobei ich meine noch gar nicht bekommen habe, meine zusätzlichen. Für eine Statusverlängerung in diesem Jahr haben die Frequent Traveler einen E-Voucher bekommen, die ja sonst gar keinen bekommen bei einer Verlängerung. Die Senatoren haben zwei zusätzliche bekommen. Das heißt also, wer dieses Jahr verlängert hat, hat nicht nur seine zwei, die er normalerweise bekommt, sondern bekommt noch zwei obendrauf. Und die Hons, da schaue ich jetzt Herrn Korsten an, die Hons haben vier zusätzliche bekommen zu den normalerweise sechs, die es gibt bei Verlängerung, soweit ich weiß. Also ein großer E-Voucher-Segen, die man dann entsprechend einsetzen kann. Und wofür kann man sie einsetzen? Für Upgrades bei Flügen. Und nun war es halt in der Vergangenheit so, das kann der Lars wahrscheinlich gleich noch viel besser erklären, dass man nur aus bestimmten Buchungsklassen diese E-Voucher überhaupt einsetzen konnte. Und ähnlich wie die Lufthansa-Gruppe es jetzt auch möglich macht, mit Meilen aus ganz günstigen Buchungsklassen abzugraden, geht das jetzt auch mit den E-Vouchern. Verständlicherweise natürlich, wenn ich aus einer Meilen- oder aus einer Buchungsklasse, die vorher überhaupt nicht upgradefähig war, mit einmal upgraden darf, was ja ein Fortschritt ist, dann natürlich mit einem E-Voucher mehr. Und im Grunde war die Regelung ja vorher auch schon so. Zum Beispiel, ich hatte ja normalerweise, brauche ich immer zwei E-Voucher, um in die nächsthöhere zur Klasse zu kommen. Aber zum Beispiel bei relativ teuren Premium Economy brauche ich, um zum Beispiel einen Langstreckenflug in die Business Class abzugraden, ja auch jetzt schon nur noch einen. Und es ist doch völlig klar, wenn ich aus einer ganz günstigen Klasse upgrade, was vorher nicht ging, dass ich dann mehr brauche. Also insofern finde ich es eher eine Aufwertung der E-Vouchers, weil ich jetzt ja noch mehr damit anfangen kann. Und gerade wenn ich mehr habe, kann ich sie auch mehr einsetzen. Ja, also insofern hast du ja einen schönen Überblick gegeben, dass die E-Voucher halt wirklich dazu da waren, dass man halt upgraden konnte. Richtigerweise, der Honsacker bekam sechs oder bekommt sechs, hat dieses Jahr vier bekommen, wenn er sich dieses Jahr requalifiziert oder qualifiziert hat. Heißt ja, also 10. Ich glaube, ich habe sogar selber noch mal mehr. Insofern, du solltest deine Meilen ja auch bekommen oder beziehungsweise E-Voucher bekommen, wenn die Meilen gut geschrieben sind, und der nächste Durchlauf soll, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Dezember sein für die Senatoren. Also insofern da ein bisschen Geduld. Gültigkeit ist 2 Jahre. Und es war ja immer so, dass die Buchungsklassen K, L und T nicht upgradefähig sind, weder mit E-Vouchern, ja, also auch nicht mit Meilen. Und deshalb blende ich euch das einfach mal ein. Ich habe das jetzt mal so quasi als Overlay.
Da sieht man das, dass wenn man aus der Economy Class, und wir reden jetzt hier wirklich immer über Intercon-Strecken, also diese europäischen Geschichten, das lohnt sich jetzt wirklich nicht, darauf einzugehen. Das ist mal mit einem Voucher gewesen. Aber hey, die Business Class, die innereuropäische, also auf der Cont, die ist auch mit Tasting Heimat immer noch nicht so, dass man sagt, das lohnt sich, einen Voucher zu nehmen. Deshalb einfach von Europa aus, wenn man ein Y oder B war, hatte man einfach zwei E-Voucher pro Segment. Wenn man M und S Buchungsklasse hatte, hatte man auch zwei. Ganz einfach, ganz simpel an dieser Stelle. Und das war das Upgrade von Economy in die Business Class. Man hat also die Premium Economy übersprungen. Jetzt hat man natürlich auch die neuen Buchungsklassen KLT. Da kann man drei E-Voucher pro Segment dann einsetzen, um das Upgrade zu machen, was vorher einfach nicht ging. Das ist das, was Mario meint. Alles, was ihr in Grün seht, das gab es vorher nicht. Dann, wenn man guckt von Europa nach Nordamerika, wenn man von der Economy in die Premium Economy, hat man immer einen Voucher gemacht und muss jetzt zwei bezahlen. Wenn man von der Premium Economy in die Business, hat man immer einen gehabt aus der G&E und da ging es halt nicht aus der N-Buchungsklasse und da kann man jetzt mit zwei E-Vouchern upgraden. Daran seht ihr doch einfach, dass man etwas erweitert hat. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Möglichkeiten, die E-Voucher loszuwerden. Viele haben sich ja auch immer beschwert, dass die E-Voucher, ja, dass man da gar nichts losgeworden ist. Aber jetzt kann man es wirklich loswerden. Deshalb denkt einfach immer daran, KLT und N, also KLT für Economy und N für die Premium Economy. Das sind die Buchungsklassen, die früher nicht gingen. Aber jetzt gehen sie, wenn man einen Voucher mehr bezahlt als normal. Heißt also, zwei normal plus eins sind drei, um aus der Economy in die Business zu kommen. Oder aus der Premium Economy braucht man einen. Jetzt braucht man für die N ein mehr, das sind zwei. Also in meinen Augen eine ganz super Geschichte. Und das Gleiche gilt übrigens auch, und ich bin jetzt gerade in meinem Redeschwall, ich weiß nicht, Mario, wolltest du was sagen? Nein, 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 erzähl du nur, erzähl du nur. Dann gehe ich nämlich direkt mit dem nächsten Overlay weiter. Geht natürlich auch mit Meilen. Das heißt also, wer keine E-Voucher hat, sondern Meilen hat, kann das auch nochmal machen. Das heißt also, man hatte aus Y und Bravo, um aus der Economy in die Business zu kommen, 35.000. Ich rede hier immer natürlich von Nordamerika. Also die anderen seht ihr ja drunter aufgelistet, damit wir da jetzt kein Verständnisproblem haben. Und ich würde das auch nicht jetzt alles nochmal exerzieren und durchdeklinieren. Aber als Beispiel, und wenn man dann halt von Europa nach Nordamerika fliegt, aber in einer KLT, dann bezahlt man 70.000, das ist das Doppelte. Ist also in meinen Augen sehr, sehr konkludent. Aus M&S sind es 50. Also insofern, also M bis S muss man ja auch der Richtigkeit halber sagen. Und von der Economy in die Premium Economy ist das dasselbige mit 20.000. Wobei hier haben sie einen Sprung von 45 gemacht da rein und haben diesen selben Sprung natürlich auch aus der N auf Nordamerika gemacht. Ihr seht das selber an der Liste. Aber nochmal, deshalb muss ich das ganz ehrlich sagen, Freunde, alles was grün ist, das gab es vorher nicht. Das heißt also, man hat jetzt wirklich aus jeder Buchungsklasse die Möglichkeit, natürlich mit einem Upsell, heißt also mit mehr Punkten und Meilen, die man ausgeben muss, und E-Vouchern, jetzt die Möglichkeit dazu upzugraden. Und hey, was soll ich dazu sagen? Ich bin kein Lufthansa-Fanboy, auch wenn ich manchmal so rüberkomme. Mario ja auch nicht. Nein. Nein, nein, nein. Wir Nein, mögen die nein. Lufthansa sehr, wir lieben sie auch und ja, das ist so, aber wir sind auch sehr kritisch. Aber in dem Fall finden wir, also ich habe bei Mario nichts gefunden, dass er kritisiert hat bei Lufthansa. Ich kann nichts kritisieren. Ich kann einfach nur zwei Daumen hochgeben. Zwei Daumen, Ja. so. Nein. Zwei Daumen hochgeben, also. Es ist ja so, es wäre ja auch oder wäre zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch ungerecht. Es haben ja mit Sicherheit auch viele Flüge in der Economy oder auch in der Premium Economy in bestimmten Buchungsklassen in der etwas teureren gebucht, gerade auch, weil sie wissen, dass sie da mit entweder einem E-Voucher von der Premium in die Business kommen oder halt auch mit zweien in die Business oder mit einem in die Premium Economy von der Economy aus. Wenn jetzt die ganz billigen kommen, die auch für die Flüge ja nicht viel bezahlt habe und quasi hops mit demselben Einsatz von E-Vouchern dann dasselbe bekommen, das wäre auch in der Systematik total ungerecht. Also insofern finde ich, ist das völlig in Ordnung. Vor allen Dingen finde ich es gut, dass man überhaupt jetzt dort upgraden kann. Ich finde, das ist schon mal ein super Fortschritt und so mancher, der da zu viele Meilen noch hat,
oder auch ein paar E-Watcher übrig hat, der sagt, oh, das ist doch eine super Sache, da wäre ich die los und kann dann trotzdem eine Klasse oder zwei Klassen höher fliegen. Also ich finde das eigentlich eine ziemlich kulante Angelegenheit und dass ich halt einen Flug, der nur 100 Euro gekostet, halt mit mehr E-Vouchers upgraden kann als einen Flug, der 600 Euro kostet, um es mal ein bisschen plakativ auszudrücken. Ja, also das ist ja wohl völlig klar, oder? Also ich meine, ich weiß gar nicht, was es da für ein Vertun gibt. Insofern gebe ich dir da völlig recht. Ich finde, das ist eine super Sache, die man da eingeführt hat. Und ich finde, einige haben ja geschrieben, die E-Voucher würden dadurch entwertet. Ich finde, sie werden dadurch eher aufgewertet, weil man damit nämlich jetzt noch mehr machen kann. Aber Kommentare, wie Herr Korsten sagen würde, schreibt es in die Kommentare. Ganz genau, also schreibt es einfach unten in die Kommentare rein, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet. In meinen Augen ist es einfach so, Freunde, wir müssen uns ja davon ab, also davon lösen, dass Lufthansa ein karitatives Unternehmen ist. Ja, also wir sehen ja an den Preisen nach Nordamerika, ja, die gerade aufgerufen werden. Meine Mutter heult mir die Ohren voll. Oh, ich habe den letzten Flug 800 Euro bezahlt, jetzt muss ich 1200 zahlen. Ja, Mama, das ist halt so. Die Nachfrage ist da, die Flieger sind kleiner, 380er fliegt nicht mehr. Also solche Sachen, das ist halt so. Und nichtsdestotrotz, und ich glaube auch, dass das wieder zeigt, Lufthansa macht sich schon Gedanken, wie sie uns glücklich machen kann. Und ja, ich finde schon, dass das, wie du sagst, wirklich eine sehr, sehr positive Entwicklung ist, weil man da halt wirklich feststellt, dass Lufthansa sich Gedanken gemacht hat. Und viele haben doch immer rumgeheult, ich kann aus KLT und aus N halt nicht upgraden. Und jetzt machen sie es jetzt auch nicht mehr richtig. Also Freunde, da einfach mal die Füße stillhalten. Und ihr wisst es ja, wenn es um Bashing geht, ich bin der Letzte, der sich da zurückhält, wenn es jemanden gibt, den ich schlagen kann. Ich lange zu. Aber in dem Fall muss ich einfach sagen, Schaum abwischen, Krone richten, weiter geht's, weil es einfach geil war, wer gestolpert ist aufgrund dieser Meldung. Fehlalarm, einfach ja, Fehlalarm. Ich kann es nicht nachvollziehen, gerade weil du sagst, ich kenne so viele Meilenjäger, die über, weiß ich nicht, Payback und sowas da unendlich viele Meilen generieren, die sie dann in Lufthansa-Meilen umwandeln und die genau das gesagt haben, ich kann aus den billigen Buchungsklassen da nicht upgraden. Ja Leute, jetzt könnt ihr es und ihr habt ja genug Meilen gesammelt, da sind ja viele, die ich auch persönlich kenne, immer ganz stolz drauf, da jedes Schnäppchen mitzunehmen. Ja, so what? Jetzt setzt doch dann euch nochmal die Meilen dafür ein, dass es jetzt nochmal einen extra Discount dafür gibt. Da muss ich hier dir auch recht geben. Die Lufthansa ist natürlich auch dafür da, um Geld zu verdienen und ihre Flüge nicht zu verschenken. Insofern, also ich kann da wirklich nicht mal im Ansatz was Negatives finden. Ganz im Gegenteil, ich finde das eigentlich eine super Entwicklung. Ja, ich hatte jetzt am Freitag war ich, glaube ich, nach München unterwegs. Da habe ich einen Kollegen getroffen, darf ich leider den Namen nicht nennen, aber wir werden da vielleicht ein paar geile Sachen machen. Der hatte gesagt, er hat über 20 E-Voucher, näher an 30. Ich meine, wie will er den loswerden? Also ich weiß gar nicht, wo er die alle her hat. Also unglaublich. Ja, keine Ahnung. Ja, aber die sind ja nicht verfallen. Also das ist ja, sind 2022 verfallen keine, die werden ja alle weiter durchgerubbelt. Also insofern, ey, jetzt hast du die Möglichkeit, er ist natürlich er fliegt auch bezahlt vom Arbeitgeber. Also insofern ist er da in der glücklichen Position. Aber nochmal, ich kann euch nur auffordern, kommentiert unten in der Kommentarspalte, schreibt einfach rein, was ihr dazu denkt. Vor allem auch in dem Kontext kann man da jetzt nichts Übles feststellen, dass sie gesagt haben, hey, wir geben für den FTL einen E-Voucher, für den Senator geben wir zwei und für den Horn geben wir vier in der Requali als zusätzlich on top. Und deshalb müssen wir mal gucken, dass wir was cashen. Wenn es so gewesen wäre, dass aus den anderen Buchungsklassen gesagt worden wäre, ja, also wir wollen jetzt nur noch Y und B machen, der Rest wird einmal nochmal erhoben, hoch, hoch, hoch. Dann hätte ich da ein Problem gehabt, dann hätte ich gesagt, ja, also Freunde, so geht es ja nicht. Ne? Also wir können ja jetzt nicht einfach mehr Geld auf den Markt werfen, um es mal ein bisschen symbolisch zu sagen, und haben dann Inflation. Das ist halt das Thema. Also nochmal von meiner Seite aus, kein Groll, kein Ärger mit der Hansa. Ich freue mich wahnsinnig. Ich hätte vielleicht die E-Voucher schon genutzt aus der Buchungsklasse, die ich habe. Ich habe, glaube ich, eine Paula, aber da geht der EDF-Upgrade von der Lufthansa. Aber der Flug hat kein F. Nach Dubai fliegt die 747-400 mit der Dreiklassenbestuhlung, Economy, Premium Economy und Business Class. Aber ich sitze oben. Sehr gut.
Deshalb, also insofern. Woher Korsten ist, ist immer oben und vorne. Oben und vorne. Und meistens beides zusammen. Ja. Das ist, das ist ganz wichtig. Aber da werden wir auch von der Dubai Airshow berichten. Da fliegen wir hin, werden da ohne Mario berichten. Aber ich habe fähige Leute mitgenommen, die Mario nicht ersetzen können. Sie werden auch nicht ins Bild kommen. Sie werden hinter der Kamera fungieren, agieren, damit wir euch die Neuigkeiten bringen. Da auch ein kleiner Spoiler, die 777X werden wir von der Boeing besuchen. Airbus bringt ja auch zum Beispiel 350 von der Äthiopien, hat auch eine 321er LR oder XLR, nee, LR von Wizz Air, die kommt. Und also da wird es ein paar coole Geschichten geben drumherum. Und mit viel Glück können wir bei Ricaro den neuen Lufthansa-Sitz sehen. Vielleicht nicht in der Lufthansa-Variante, das muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, aber der CL-Schlag-mich-tot-Sitz, den haben wir ja schon mal auf der Dubai Air Show gesehen. Da kann ich euch unsere alten Videos empfehlen. Hey, jawohl. Also insofern. Ja, das war eigentlich das, was wir heute machen wollten. Mario, sollen wir noch was dazu sagen? Wir haben wieder 16 Minuten 45 gesammelt. Genau, wunderbar. Danke fürs Zuhören und für unsere positiven Aufreger diesmal. Und ja, nicht vergessen, nicht? Liken, Glocke an, kommentieren und abonnieren. Ganz genau. Keine Schnappatmung kriegen, sondern die Dinge machen, die Mario gesagt hat. Danke, dass er heute wieder dabei war bei Frequent Traveler TV. Bis dann. Und ciao, ciao. Bis demnächst. Ciao. Ich mache jetzt auch aus, ne? Ja. Ja, okay. Ja, ich mache auch. Ja, alles klar. Okay, tschüss.